Ich habe einen Kommentar bekommen, dass eine von euch ein Turnier im August, das erste, reitet, mit 3 Prüfungen direkt und hat mich nach Tipps gefragt fürs erste Turnier. Das kommt in dem Video. Seid gespannt und wir legen los. Verändert am besten nichts beim Reiten zum sonstigen Training. Also nicht auf einmal irgendwie jetzt neue Sachen ausprobieren, eine neue Lektion ausprobieren oder so, sondern einfach das reiten, was ihr im Training auch reitet, dann sollte es auch alles ganz gut klappen. Wichtig ist auch, plant genug Zeit ein. Man kann nicht zu viel Zeit haben, vor allem nicht auf dem ersten Turnier. Ich rechne mir das immer runter, wann ist meine erste Prüfung, sagen wir jetzt mal 8 Uhr. Ich möchte eine halbe Stunde abreiten, also 7.30 Uhr muss das Pferd fertig sein. Dann berechne ich so ungefähr eine halbe Stunde zum Fertigmachen, bedeutet 7 Uhr spätestens da. Und dann sage ich noch mal ein bisschen Puffer, also 6.30 Uhr da. Wie lange fahre ich? Das Navi sagt, ich fahre 1,5 Stunden. Ich sage, wir fahren 2 Stunden. So rum. Und dann sage ich, dann muss ich um 4.30 Uhr los und um 6.30 Uhr da zu sein. Um 4.30 Uhr los bedeutet um 4 Uhr am Stall. So könnt ihr euch das runterrechnen und dann auch entscheiden, macht es Sinn, an dem Tag oder einen Tag vorher hinzufahren, solange das am Tag vorher hinfahren auch möglich ist. Hoppala. Macht das auch vor jeder Prüfung, lieber zu viel, aber auch nicht zu viel. Also ihr sollt jetzt nicht eine Stunde bis 1,5 Stunden fürs Abreiten einplanen. Außer ihr sagt, ihr müsst das Pferd eine Stunde abreiten oder so. Das ist jetzt halt nur mein Augenmaß, wie ich das so nehme, wie ich das für mich brauche. Das müsst ihr natürlich selber für euch bestimmen. Und dann natürlich auch, wie gesagt, vor jeder Prüfung. Ich kann euch sagen, nach der ersten Prüfung, wenn es am gleichen Tag ist und das Pferd nicht lag, ist das Putzen deutlich, deutlich schneller vorbei, weil man quasi nur einmal drüber muss, so alibimäßig geputzt haben, weil die eigentlich immer noch sauber sind. Vom Losfahren schaut in Eistesting auf den Zeitplan und ganz wichtig, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr und auch kein Turniervideo mehr. Wichtig ist auch, hört drauf, was der Sprecher sagt. Also reitet nicht so, wie ihr es denkt. Zum Beispiel in der T4 wäre ich einmal nur einen Aufgabenteil auf der einen Hand geritten, wollte dann schon die Hand wechseln. Hätte ich das gemacht, hätte das halt deutlichen Punktabzug gegeben. Wenn der Sprecher einen Fehler macht, zum Beispiel einen Aufgabenteil vergisst, was durchaus schon passiert ist, was auch nicht schlimm ist, dann könnt ihr zum Beispiel protestieren, sagen, hier, da gehört aber noch der Aufgabenteil zu. Aber es wird dann entsprechend so geritten, wie der Sprecher es sagt. Denn wenn alle das so reiten, können alle genauso bewertet werden. Und wenn der Sprecher euch zum Beispiel sagt, weil aus irgendeinem Grund, es geht ein Pferd durch oder sowas, einmal alle aufs Grün reiten bitte, damit das Pferd außenrum freie Bahn hat oder mit in die Mitte gezogen wird, damit es dann nicht mehr durch die Gegend rennt, dann reitet aufs Grün. Wenn ihr nämlich alle gesamt aufs Grün geschickt werdet, ist das okay. Aber nicht selber auf die Idee kommen, aufs Grün zu reiten. Außer es ist natürlich irgendwas. Na komm. Na, 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 na. Ja, du durftest jetzt und jetzt möchte ich das aber nicht mehr. Sehr gut. Wenn wir auch gleich schon bei dem Thema aufs Grün reiten sind, reitet nicht aufs Grün, nur weil ihr mal einen Taktfehler drin hattet oder eine kurze Seite komplett Taktfehler. Mit viel Glück sehen die Richter das nicht. Die haben 90 Sekunden Zeit für im Durchschnitt so 4 Reiter angucken. Und dann müssen sie immer gucken, jeden Reiter anschauen. Jetzt zum Beispiel sehen, der hatte Taktfehler drin, dann gucke ich den gleich nochmal an, hat er die Taktfehler wieder wegbekommen. Das ist dann nämlich positiv. Aber wenn ihr merkt, irgendwie das Pferd läuft nicht richtig, zum Beispiel ihr habt das Gefühl, es lahmt oder sowas, oder irgendwas anderes ist, dann könnt ihr auch durchaus aufs Grün reiten. Nur aufs Grün ist halt gleich raus. Aber manches sehen die Richter meistens gar nicht. Und dann habt ihr nämlich Glück, dann wurde es nicht gesehen. Und ihr könnt einfach weiterreiten, wie jetzt, wenn nichts passiert wäre. Ich habe zum Beispiel bei meiner letzten Prüfung, beim letzten Turnier, es waren 30 Grad, das war die letzte Prüfung, es war eine Viergangprüfung, gesagt, er war beim Abreiteplatz so faul und so träge drauf und ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, ihn in den Galopp zu bekommen, es hat 2 Anläufe gebraucht, habe ich mir gesagt, wenn ich merke, er zeigt mir in der Prüfung, dass er nicht mehr kann, dann
lasse ich es, dann gehe ich in die Mitte, aber sonst reite ich durch. Letztendlich hatten wir gefühlt die beste Vorfahrt von unserem Leben. Er hat im Galopp auch noch mal richtig alles gegeben. Da habe ich das dann nicht gebraucht. Da habe ich dann gesagt, gut, dann reite ich weiter. Wenn er so motiviert ist von alleine, dann brauche ich das nicht. Aber ich habe mir halt die Option offen gelassen, in der Situation es dann zu machen. Aber brecht vor allem nicht beim ersten Turnier die Prüfung ab, nur weil er sagt, die Noten würden jetzt nicht meinen Vorstellungen entsprechen, wie ich mir denken würde, dass die Noten wären. Dazu kam auch noch mein Video, wie die Noten eigentlich zustande kommen, denn das kam auch häufig die Frage. Und ich glaube, manche, die so die FN-Noten kennen, sind ein bisschen verwirrt, warum ich mich über eine 5,0 so mega freue. Wichtig ist auch, lasst euch von den Menschen, die da drumherum sind, nicht komplett aus dem Konzept bringen. Das ist beim Turnier normal, dass Menschen gucken. In den meisten Fällen erinnern sie sich danach aber gar nicht mehr an die Person. Und vielleicht gucken sie auch gar nicht auf euch direkt. Also lasst euch davon nicht irre werden lassen. Oder auch wenn das Pferd beim ersten Mal ein bisschen nervös, ein bisschen kuckig, ein bisschen aufgeregt ist. Das ist total normal, weil es ist eine andere Situation. Wichtig ist auch, das gilt auch für die Nichtreitenden nach der Prüfung, nicht sagen, das hättest du jetzt noch besser machen können oder so, sondern vielleicht auch eher sagen, das war ja mega gut oder sowas. In dem Moment ist man einfach froh, dass man die Prüfung geschafft hat, das Adrenalin ist weg, die ganze Anspannung fällt ab. Da braucht man Kommentare wie, das hättest du jetzt aber besser machen können oder sowas nicht. Das konntest du im Training jetzt aber besser. Also ich weiß ja, dass du noch mehr treiben können, dann wäre noch mehr vorwärts gegangen. Das ein bisschen dann schön aufgewertet. Da ist dann einfach dabei sein, der Person beistehen bzw. sich bei dem Pferd bedanken, weil es ja letztendlich das mitgemacht hat. Und dann kann man auch es zum Beispiel filmen und dann in Ruhe später darüber reden oder auch mit dem Trainer. Und dann nehmt euch auch die Richterkommentare zu Herzen, aber nicht zu sehr zu Herzen. Die, wie gesagt, die sehen nur Teile, die sehen auch nicht alles und dann sehen sie vielleicht manchmal was anderes, als was ihr gefühlt habt. Versucht auch den Stress so weit es geht zu reduzieren und nicht zu aufgeregt zu sein. Ich weiß, das ist deutlich leichter gesagt, als es getan ist. Da kann es aber zum Beispiel helfen, wenn ihr Zeit habt, dem Pferd einmal die Bahn bzw. den Platz zu zeigen. Das nimmt dann schon mal ein bisschen Anspannung raus. Und wichtig ist, macht euch nicht selber zu verrückt. Seid entspannt. Vielleicht habt ihr irgendwie ein paar Techniken, um runterzukommen, um zu entspannen. Dann nutzt die gerne. Ihr habt auch, wenn ihr eine Dressur reitet, vorher ganz kurz Zeit, dem Pferd die Bahn zu zeigen. Die Richter sagen dann, wann geht es los. Und dann sucht ihr euch den kürzesten Weg zu A und reitet dann auf die Mittellinie und fangt an. Und genauso in der Bahn, der Richter sagt, eure Prüfung beginnt jetzt. Davor dürft ihr quasi alles machen, was ihr wollt. Nur halt keine zu grobe Einwirkung aufs Pferd. Aber da könnt ihr auch erstmal im Schritt, im Zweifelsfall, die kleine Strecke reiten und dem Pferd die Bahn zeigen oder wenn es aus dem Galopp besser antöltet, einmal ganz kurz angaloppieren und dann tölten. Es tölten zwar eigentlich immer alle rein, aber was ihr macht, ist da euch freigestellt. Wichtig ist, packt auch rechtzeitig, also nicht erst 5 Minuten, bevor ihr los müsst. Wenn es jetzt ihr fahrt nachmittags um 15 Uhr los, dann habt ihr vormittags noch Zeit zu packen, das ist kein Problem. Schreibt euch eine Packliste mit allem, was ihr braucht. Am besten fangt ihr eine Woche vorher an, weil es fallen euch immer Sachen ein, die man irgendwie noch draufschreiben kann. Und dann arbeitet die Packliste ab und lieber 2 Sattelgurte oder sowas einpacken als gar keinen. Vielleicht muss man ja auch mal jemanden einem leihen oder der eigene geht kaputt. Aber nicht, dass ihr dann ohne Sattelgurt oder sowas auf dem Turnier aufkreuzt, das wäre ein bisschen doof. Wichtig ist auch, stellt die Startnummern vorher ein und packt die Startnummern ein. Denn seit diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass man eine gelbe Karte dafür bekommen kann, wenn man keine Startnummern hat. Also packt an genug Startnummern ein, das reicht halt ein paar. Und wir machen die meistens eigentlich mal in die Steigbügel oder hier hinten irgendwo dran, irgendwo gut sichtbar. Die sind zwar nicht für die Richter, aber die Richter sehen ja, habt ihr eine Startnummer dran oder nicht. Sondern man kann dann so auch auf dem Abreiteplatz besser nachvollziehen, wer das Pferdreiterpaar jetzt ist. Wichtig ist auch, dass ihr Hängertraining gemacht habt und natürlich auch, dass der Hänger vorbereitet ist. Wieder mit dem Packen. Da müsst ihr gucken, wenn euer Pferd sowieso einwandfrei reingeht, vielleicht am Tag vorher noch einmal das Pferd reinschicken und sonst Hängertraining machen. Es ist blöd, wenn ihr nicht zum Turnier kommt, weil das Pferd nicht in den Hänger geht. Das hatte ich einmal. Da haben wir 1,5 Stunden verladen und dann gesagt, wir lassen es, weil er nicht reingegangen ist. Oder nicht vom Turnier wegkommt, weil das Pferd nicht in den Hänger geht. Also einfach vorher sicherheitshalber ein bisschen Hängertraining machen. Das kann nie schaden.
Und dann kann man sich auch sicher sein, dass das Pferd reingeht. Und dann auch beim Verladen nicht zu nervös sein, weil es geht ja aufs Turnier. Das merkt das Pferd. Und dann geht es nämlich nicht so gut rein. Sondern einfach ganz normal, wir wollen zum Ausreiten fahren und wir fahren jetzt, wir laden jetzt ein. Juni und ich haben auch schon ein bisschen Hängertraining hinter uns. Ja, genau. Dazu haben wir auch Videos gemacht. Das könnt ihr hier oben sehen. Und mein allererstes Turnier, das könnt ihr hier unten sehen. Das war vor 5 Jahren. Viel Spaß bei eurem ersten Turnier. Schreibt in die Kommentare, ob es geholfen hat. Und jegliche Fragen zu Turnieren, denn die werde ich auch nochmal beantworten. Lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Na komm. Wir gehen jetzt reiten.